Hallo, mein Name ist Dirk Zupanzis. Ich bin Professor für Industriegütermarketing und Vertrieb hier an der German Graduate School of Management and Law in Heilbronn. Der heutige Tipp beschäftigt sich mit dem Thema Marke. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass viele Unternehmen unter Marke hauptsächlich das Logo des Unternehmens verstehen. Also die Corporate Brand ist hier gemeint. Sie meinen damit Corporate Design, die Farben, die Schrifttypen, wie die Broschüren aussehen, wie der Messestand aussieht. Marke fängt aber aus meiner Sicht bei den Inhalten an. Ich muss mir Gedanken machen, für welche Werte steht mein Unternehmen, für welche Verhaltensweisen, für welche Qualitätsmerkmale steht mein Unternehmen. Ich muss eine Botschaft formulieren. Also man könnte sagen, Inhalt statt Hülse ist das Motto einer guten Markenstrategie. Erst wenn Sie das formuliert haben, wenn Sie sich darüber im Klaren sind, was die Inhalte Ihrer Marke sind, können Sie sich damit beschäftigen, wie die äußere Form der Marke ist. Dann kommt tatsächlich das Thema Logo, Design, Farben ins Spiel. Aber Inhalt statt Hülse ist die Devise. Und die meisten Unternehmen haben hier deutliches Optimierungspotenzial, weil da eigentlich die Substanz der Markenpolitik liegt. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung dieses Tipps.